Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu Brobo Brutzelt. Das Wetter ist mir heute nicht ganz so hold, deswegen ein bisschen ummantelter. Wir machen heute ein Kartoffelgulasch. Auch das wieder ein Rezept, welches man am Lagerfeuer im Gusskessel irgendwie zubereiten kann, was Zutaten hat, welche nicht gekühlt werden müssen. Also ideal für Lab und so weiter. Fangen wir mit den Zutaten an. Wir brauchen Möhrchen, Kartoffeln, Süßkartoffel, ein bisschen Sellerie, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Paprika, die üblichen Verdächtigen, die ich gerne benutze, Paprika in verschiedenen Farben und gehackte Tomaten, dann nehmt ihr am besten welche aus der Dose. Ihr könnt noch ein bisschen anderes Zeug dazu packen, ich habe ja noch so ein bisschen Lorbeerblätter, ein bisschen Rosmarin pflücke ich mir hier gleich noch und dann geht es eigentlich auch schon los. Was ihr natürlich noch braucht, ist ein bisschen Wasser, aber das ist ja eigentlich selbstverständlich bei so Eintöpfen. So, in diesem Sinne machen wir jetzt erstmal Feu-Feu an und dann schneiden wir den Kram wieder klein. Ich habe jetzt die Kartoffeln mal so ein bisschen kleiner geschnitten, auch so von der Größe her. Das hier ist jetzt so die Süßkartoffel zum Beispiel, dass man so einigermaßen erkennt. Also nicht allzu groß schneiden den ganzen Kram. Fangen wir den Kartoffeln an. Und was direkt rein kann, ist Salz, Pfeffer und Paprika. Auch hier wieder reichlich. Zumindest was Salz und Pfeffer angeht. Paprika müsst ihr so ein bisschen nach eigenem Geschmack gucken. Aber auch hier so, in der Zwischenzeit schneiden wir den anderen Kram klein, also die Möhrchen und so weiter. Geschält habe ich sie gerade schon. Vorteil hier, ne, es muss viel geschnitten werden, das heißt, ihr könnt auch das Lager ein bisschen mit einbeziehen. Dann braucht ihr den Kram nicht alleine schneiden. Eigentlich soll hier Pastinake rein. Das Problem ist, Pastinake im Sommer zu kriegen, ist ein bisschen schwierig anscheinend, zumindest hier bei uns. Deswegen habe ich jetzt einfach mehr Möhrchen genommen. Aber ihr könnt euch davon Gemüse auch relativ gut austoben eigentlich. Wichtig ist auch mal eine Geschmacksprobe. Weil wer beim Kochen verhungert hat, irgendwas falsch gemacht. Auch hier das Schöne, was klein geschnitten ist, kann direkt in den Topf. Wichtig ist nur, dass ihr mit den Kartoffeln eben anfangt, weil die ein bisschen mehr Temperatur abkönnen und so die längste Garzeit haben. So, machen wir als nächstes den Sellerie. So, den Sellerie packe ich jetzt zum Rosmarin und den Lorbeerblättern, weil die gleich alle zusammen rein können. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist die Zwiebeln. Und auch die dürfen meiner Meinung nach eigentlich eher rein. Der Satz mit vergesst sie nicht bezieht sich hier auch ein bisschen auf mich gerade. Zwiebeln wie beim letzten Mal auch. Gerne ein bisschen grober. Also die Kartoffeln haben jetzt schon so einen leichten Bratkartoffel-Flair. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo die Tomaten dazu können. Ich hatte jetzt keine Lust, sie noch extra umzufüllen. Ihr wisst ja, ne? Wenn ihr es auf Korn kocht, füllt es vorher eben um. Dann ist das alles auch mit dem Ambiente nicht so das Problem. Und jetzt müsst ihr also ein bisschen gucken, dass ihr je nach Konsistenz noch Wasser dazu gebt. Das würde ich jetzt relativ schnell verbrennen. Deswegen ja auch immer einen ordentlichen Schluck. Eieiei, Wasser damit zu. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie es hinhaut. Das kocht schon relativ gut, also ruhig noch ein bisschen mehr. Und dann Sellerie und die Kräuter damit rein. Das Ganze reicht jetzt so für ungefähr 5 bis 6 Portionen, weil aufgrund der Kartoffel ist es relativ nahrhaft und ihr könnt ja noch ein Brot dazu reichen im Zweifelsfall oder Nudeln, die übergeblieben sind vom Vortag. Was wir jetzt noch machen, ist die Paprikas schneiden. Die brauchen nicht ganz so lange mit blubbeln, deswegen mache ich die mal ganz gerne erst zum Schluss rein und auch erst, wenn die ganze Sache so ein bisschen eingekocht ist, weil dann haben wir auch wieder Platz im Kessel. Das blubbert hier schon ganz ordentlich. Das heißt, ihr müsst ab jetzt eigentlich nur noch regelmäßig umrühren. Wir knallen die Paprika da schon mal rein. Hört es mich auch gerade wieder anfängt zu regnen. Sehr schön. So,
Die können auch oben so ein bisschen drauf liegen, dann werden die erstmal so ein bisschen mitgedünstet. Deckel drauf. Und jetzt könnt ihr euch eigentlich in die Taverne begeben und warten, bis es fertig ist oder je nachdem, was denn wieder anfällt. Das Ganze muss jetzt mindestens eine halbe Stunde vor sich hin kochen, damit die Kartoffeln alle durch sind. Und auch hier wieder der Vorteil eines Eintopfes, wenn es länger kocht, macht es nichts. Achtet darauf, dass immer genug Flüssigkeit drin ist, also im Zweifelsfall ein bisschen Wasser nachschütten. Und ihr habt auch hier wieder sämtliche Spielraummöglichkeiten, die ihr so habt. Habt ihr andere Kräuter dabei, könnt ihr sie reintun. Habt ihr anderes Gemüse mit, könnt ihr es da reintun. Wichtig ist also die Kombination Kartoffel, ein bisschen Wurzelgemüse und so weiter. Ihr könnt das abwandeln in alle Richtungen, aber das ist jetzt halt ein Kartoffelgulasch. In diesem Sinne ist es halt sehr kartoffellastig. So, warten wir mal auf die Dinge, die da so kommen. So, das Ganze hat jetzt so gut 40 Minuten vor sich hingeköchelt. Ich zwischendurch umrühren, ein bisschen Wasser habe ich noch zugegeben, weil es doch ein bisschen dicker wurde. Der Topf war halt zu klein für die Menge an Zeug. Da müsst ihr ein bisschen anpassen, dass das Ganze einigermaßen hinhaut. Abgeschmeckt habe ich es jetzt nochmal. Es ist noch ein bisschen Salz mit dazu gekommen. Ich habe Bärlauchsalz genommen, weil das noch so ein bisschen knoblauchartigen Geschmack mitbringt. Weil irgendwie doch ein bisschen was fehlte, da müsst ihr halt eben gucken, was ihr so an Gewürzen mitschleppt und da reintut. Wenn ihr eine Gemüsebrühe dabei habt oder so, könnt ihr die auch gerne statt des Wassers reintun. Dann müsst ihr mit dem Salz wieder ein bisschen sparsamer sein, aber die bringt ja auch noch mal ein bisschen mehr Geschmack mit. Aber so reichen eigentlich die Grundzutaten an sich schon relativ gut. Ihr müsst nur die Mengen ein bisschen einpegeln. Schauen wir mal in den Topf. Ich habe es ein bisschen höher gehängt, damit es nicht ganz so doll kocht, weil die Briketts doch ordentlich Power haben, wenn die Temperatur einmal hier im Dutch ist. Aber auch hier, ne, man sieht wieder, wir haben so eine richtig schöne Eintopfkonsistenz. Indikator, wann es fertig ist, sind eigentlich immer ganz gut die Kartoffeln. Ne, wenn die sich relativ leicht auseinanderdrücken lassen, sind es festkochende, deswegen haben sie natürlich ein bisschen mehr Stabilität. Aber an den Kartoffeln merkt ihr eigentlich immer, ob es gar ist oder nicht. Da es im Topf gerade noch gekocht hat, hat es natürlich die Temperatur eines Drachenatems. Von daher lasst euch ein bisschen Zeit, bis ihr die gierigen Mäuler damit stopft. Nicht, dass ihr direkt die Heiler aufsuchen müsst, weil sich alle die Schnute verbrannt haben. Perfekt, super von der Konsistenz. Klein bisschen Biss ist noch drin in dem ganzen Gemüse. Dazu jetzt einfach ein Stück Brot oder so und ihr habt das perfekte Essen auch an kalten Tagen. Im Herbst oder Winter beispielsweise lässt sich das auch super wieder in einem normalen Kochtopf zubereiten. Und von den Zutaten her ist es hier noch ein bisschen besser als bei dem Pilznudeleintopf, den wir letztes Mal gemacht haben, denn hier haben wir wirklich gar nichts bei, was gekühlt werden müsste. Wie gesagt, Tomaten sind aus der Dose, das restliche Gemüse auch wieder nicht in die pralle Mittagssonne legen, dann geht es dem relativ lange sehr gut. Und in diesem Sinne haben wir hier ein schönes Essen, was man auch wieder auf Korn zubereiten kann, ohne dass man die Kühlbox unnötig mit Lebensmitteln vollstopft und zusehen muss, wann man es kocht. Also das ist auch ein schönes Essen so für den letzten, vorletzten Tag von einer längeren Korn. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich mit den üblichen Mitteln wissen, die wir hier so zur Verfügung haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Auf bald, euer Brobur.